Willkommen zurück zu Castlevania, wo wir jetzt auch schon gleich wieder loslegen, in Hoffnung, heute mal gegen Frankenstein bestehen zu können und seinem kleinen Ego obendrauf. Erstmal müssen wir wieder durch das ganze Level hier durch. Und das kann sich hier mal wieder ziehen, ne? Also ihr kennt mich ja vielleicht schon, vielleicht aber nicht. Also, ne? Ich bin absolut der talentierteste Spieler ever. Es gab nie einen talentierteren. Egal. Wir schlagen uns schon irgendwie hier durch, würde ich sagen. Ups, jetzt habe ich die Zeit angehalten. Das wollte ich gar nicht. Ich mag doch die Musik. Die Musik muss nicht immer weg sein. So. Zwei Wasser nehmen wir gleich mal mit, wenn wir hier überleben sollten. Oder auch nicht. Holz despawned und ab ins Wasser. Sehr schön, das wollte ich haben. Nicht. Also spätestens jetzt habt ihr gemerkt, oh mein Gott, was ist das für ein Typ? Wieso macht er das? Weil das nicht anders kann. Ganz genau. So, wir sammeln den ganzen Klumbatsch hier ein, was wir einsammeln können. In der Hoffnung, es bringt uns irgendwas. Auch wenn es nichts Tolles ist, ne? Aber zumindest etwas. So, ganze Reichweite hier mit der tollen Peitsche hier. Das ist schon mal viel wert. So. Geh weg, weg, weg. So. Jetzt haben wir auch das Weihwasser eingesammelt. Eines der effektivsten Mittel gegen bösartige Kreaturen ist Weihwasser. Ganz genau. Besonders gegen diese Lizardmans hier. Ich kann die irgendwie nicht leiden. Frag mich nicht wieso. Und, na, jetzt hätte ich schon fast gedacht, ich fall da runter, aber zum Glück nicht. Und ja, ich war jetzt hier auf den Knochenhaufen. Nicht landen. Na, machst du wohl. So, und jetzt kommen wir zum beschissensten Part des ganzen Levels. Yay, wo die ganzen möchtegern kleinen Igor Fuzzi-Pedos da hier rumgeistern und mich einfach nur ärgern wollen. Ich hasse sie. Ich hasse sie alle, besonders wenn sie von beiden Seiten kommen. Nein, jetzt habe ich ihn nicht getroffen, verdammt! Verdammt, you're doomed! You're all doomed! Ja, ja, okay, das war gerade noch okay. Ja, okay, okay, okay. Jetzt kommt wieder einer von hinten, erwischt, sehr schön. Ist nur noch ein kleines Stück, nur noch ein kleines Stück, nur noch ein kleines Stück. Und ich bin da, ich bin da, ich bin da, nur noch hier durch. Und yay! Yeah. Okay, wir sind nur einmal gestorben, das ist schon mal ein guter Fortschritt. Wir bleiben auch beim Weihwasser, wir holen hier nicht das Messer raus, das es da gibt. Und ärgern jetzt hier diesen Totenkopfdrachen hier, bis er tot ist, ganz genau. So, gucken wir mal, ob hier noch irgendwo tolle Herzen drin sind. Oh, das war aber kein tolles Herz, kein tolles Herz, nee. Na, zu weit zurück sollte ich nicht, sonst respawnt das Mistviech wieder. Muss nicht sein, stehe ich nicht so drauf. Auch nur ein Herz. Auch nur ein Herz. Also nur ist gut, also Herzen brauche ich ja wahrscheinlich. Aber ich würde eigentlich gerne mal das Weihwasser jetzt verwenden, um da gegen Frankenstein vorzugehen. Ich weiß zwar nicht, ob ich es schaffe, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Shit, jetzt ist da die Axt. Es ist sowieso nur Geld getroppt, sonst droppt er ja manchmal auch so Herzen. Oder was andere? Ich weiß es nicht. Okay. Als nächstes erwartet uns Frankenstein und dann mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie schaffen. Auf die Plätze, fertig, ich will zurück. Nein, okay. Okay. Ganz locker bleiben. Ganz locker bleiben. Noch ein großes Herz, das ist schon mal schön. Jetzt geht doch dahin. Ist hier vielleicht noch irgendwas drin? Nochmal ein großes Herz. Wozu auch immer. Ob wir das alles verwenden werden, ich glaube ja nicht, ne? Aber mal gucken. Und jetzt auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn. Vielleicht, ich weiß ja nicht. Immer schön weiter drauf, da immer schön das Weihwasser. Wo ist das Weihwasser? Da ist es ja. Nein, ich bin schon wieder fast tot, das gibt's nicht. Oh, und ich werfe hier das Mistding gegen die Wand, natürlich, und ich bin tot. So viel zum Weihwasser. Gut, müssen wir doch zum Messerchen greifen. Haben wir keine andere Wahl. Nein, 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 geh weg. Ah, hat er mich getroffen. Also gehen wir schon mit Handicap gleich wieder im Bosskampf. So. Auch einsammeln hier. Alles Reichweite, die man gebrauchen kann.
nur nicht mehr von dem anderen Knochendrachen da treffen lassen und sie ist Ende Gelände. Und zwar ziemlich Ende Gelände. Na, ich bin viel zu nah dran. Das ist zu weit weg. Das ist okay. Also ich muss ja sagen, das Spiel ist hin und wieder fair dadurch, dass man halt die Leute trifft, obwohl man eigentlich noch gar nicht in der Reichweite ist. Optisch gesehen. Gut. Nächster Versuch. Glaub ich schaff's. Und ich geh weg. Da kommt der Igor, Er ist überall. Er ist einfach überall. Verrecke. Und er trifft mich natürlich. Wieso denn auch nicht? Friss mein Messer. Friss es einfach. Ich weiß zwar nicht warum, aber tu es. Er schießt überall hin, wo ich stehe. Es gibt's nicht. Und er hat mich getroffen. So gerade so noch. Das ist doch nicht wahr. Aber es war fast knapp. Beinahe hätten wir den Frankenstein besiegt. Ja, wir machen vielleicht ein paar kleine Fortschritte. Auch wenn die Fortschritte jetzt noch nicht so großartig sind. Nein, da ist diesmal kein Bogen weiter drin. Schade. Okay. Jede Menge Geld, die ich nicht brauche. Jede Menge Geld, die vor allem, ne? Nein, jede Menge Geld, das ich nicht brauche, natürlich. So. Hier noch. Und dann kommt jetzt hier das Mistviech. Treffer, Treffer, Treffer. Weg mit dem Projektil hier. So, geht doch. Warum nicht gleich so? Jetzt ist hier auch nochmal so ein Herz drin. Ich weiß zwar nicht, ob wir es brauchen werden, weil 30 Schuss werden wir nie und nimmer mit dem Messerchen verballern. Weil wir nicht dazu kommen werden. Von daher, auf gut Glück jetzt einfach drauf. Einfach drauf, 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 drauf. Und ich gehe da mal. Nein, er springt dann natürlich auch dahin, weißt du, wo ich gerade hinlaufen will. Und ist wieder da, wo ich bin. Das gibt's doch nicht. Scheiß Igor. Ich mochte ihn noch nie. Und dann kommt der Frankenstein mit seinem Moonwalk hierher und will mich auch einfach nur ärgern. Ist doch nicht wahr. Wieso? Oh, nee. Ehrlich. Also gut. Wieder von Anfang an. Yippee-yay, ich freue mich. Man sieht die Freude vielleicht nicht. Vielleicht, weil sie auch nicht vorhanden ist. Also, doch, eigentlich schon, ne? Aber ich würde mir halt schon so ein bisschen wünschen, ein bisschen mehr Skill zu haben und da durchzukommen. Aber bei mir kann man das manchmal einfach nur knicken. Nein. Nein. Treffe ich nicht mal mehr die Kerze hier. So untalentiert heute. Kein guter Cards und Castlevania spielen. Verrecke. So, Weihwasser haben wir. Mit dem Weihwasser lief es an sich ganz gut. Dadurch, dass er halt der Moonwalk Frankenstein hier immer wieder zurückgelaufen ist und so ein Kacktrick. Sie sind überall. Das Problem ist halt nur, dass wir da nicht großartig lebend hinkommen werden, weil wir jetzt schon so stark angeschlagen sind und so eine Späße. Und ich glaube nicht, dass sich hier in der Nähe jetzt irgendwo was zu essen befindet. So ein olles Gammelfleisch so in der Wand. Ne, was du sonst nur bei bitte hier beliebigen Discounter, den du nicht magst, einfügen findest. Und ja, mal gucken. Verrecke. Verrecke. Verrecke ist recht. Du sowieso. Lauf mir nicht vor die Flinte hier. So, weg mit euch. Da liegt was zum Unbesiegbarsein. Yay! Hey, ihr könnt mir gar nichts. Okay, vielleicht ein bisschen was. Aber nur, wenn ihr mich trefft. Das tut ihr im Moment auch. Okay. Ich hasse euch. Nein, da habe ich die Axt eingesammelt. Ihr könnt mich mal. Nun gut. Aber wir haben ein ganzes Leben mehr, dass wir dann hier am Frankenstein-Typi hier verballern können. Ob wir das schaffen, ist halt nur die Frage, ne?
Nehmen wir lieber das Messer. Ich glaube zwar nicht, dass wir es jetzt auf Anhieb hier schaffen werden, ne? Aber man kann es ja versuchen. Ja, super. So viel zum Thema, wir haben ein ganzes Leben mehr, das wir beim Frankenstein vergeuden können. Ist doch nicht wahr. Ah, da trifft er mich schon wieder, weißt du? Diese eine Millisekunde, die er dann quasi da schießt, wo ich dann quasi am Anführungszeichen Nachladen der Peitsche bin. Weißt du, wo ich sie dann zurückziehe und dann wieder neu ausdingse und so auswerfe? Herrlich. Nein, ich bin zu weit weg, shit. So, jetzt aber. Teilweise schießen die aber auch schneller als normal, ne? Muss man auch nicht verstehen. Okay. Na, gehst du jetzt mal rüber? Was soll denn der Scheiß? Ich fühle mich vermobbt. Ja, vermobbt fühle ich mich. Fragen? Dann nicht bei mir, bitte. Danke. Ah, trifft mich gleich der erste Schuss. Ist doch nicht wahr. Na, ah, jetzt wollte ich den Igor treffen. War aber zu unfähig dafür. Ah, aggressiv. Nur dezent. Nur ganz dezent. Wir sollen das erst später werden. So. Der ist schon mal weg. Sehr schön. Ich muss halt lernen, mehr den ganzen Schüssen von dem Igor auszuweichen. Aber die Nerven. Los, komm, du Scheißdrache. Knochendrache auf Ultra-Doom hier. Na los. Endlich ist er tot hier. So, es reicht aber auch schon wieder an Herzen. Und auf ihn. Und weg hier. Ja, ja, und ich muss lernen, dass er immer dahin springt als erstes, weißt du, wo ich gerade hin will. Und ich springe natürlich in seinen Schuss rein hier, ja. Und Mr. Moonwalk Frankenstein hier, der will mich auch noch ärgern. Das ist doch nicht wahr. Es ist doch alles ein schlechter Scherz. Ja, genau. Beweg dich nicht, du scheiß Simon. Ja, der Charakter heißt Simon. Mal wieder eine Glanzleistung, die ich hier an den Tag lege. Einfach nur eine Glanzleistung. Ich kann es gar nicht besser beschreiben. Ehrlich. So, Drache Nummer 2 zum 30. Mal ungefähr getötet. Ich bin viel zu nah dran, aber ich versuche es trotzdem. Ich werde sowieso verrecken. Und mit dieser Einstellung sowieso. So. Ihr könnt mich alle mal. Nein. Oh, jetzt läuft er auch noch dahin, weißt du? Na, ah, und durch den Stein hindurch natürlich auf mich drauf. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ihr könnt mich echt mal Arsch lecken. Ey, das gibt's auch nicht. Nein, er war down. Ich war down. Ich bin jetzt echt gefrustet. Double Kill. Oder in diesem Fall auch Triple Kill. Na, dadurch, dass ich ja beide irgendwie getötet habe. Ich fühle mich jetzt leicht verarscht. Und deswegen gehe ich jetzt ganz gefrustet in einer Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wo ich dann vielleicht auch den Tod des Frankenstein-Igors Gedöns da überleben werde. Mal gucken. Also bis dahin, viel Spaß euch noch. Tschüss.